CDU und CSU hetzen im Chor. Esken kritisiert Union scharf. Sachsens AfD gilt als rechtsextrem. Und CDU-Generalsekretär Linnemann fordert Vertrauensfrage von Olaf Scholz. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 8. Dezember. SPD-Chefin Saskia Esken hat die CDU und Parteichef Friedrich Merz scharf angegriffen. CDU und CSU hetzen im Chor mit der AfD gegen die Ampel. Mit dieser Merz-CDU haben wir wahrhaftig die populistischste Opposition aller Zeiten, sagte sie auf dem SPD-Parteitag. Merz und die CDU arbeiteten nicht nur gegen die Ampel, sondern auch gegen den Zusammenhalt und gegen das Land. Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den Landesverband der AfD im Freistaat als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. An der rechtsextremistischen Ausrichtung der AfD Sachsen bestehen keine Zweifel mehr, erklärte Dirk Martin Christian, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, in einer Medieninformation. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte Landesverband mit einer solchen Einstufung. Angesichts der Haushaltskrise hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Ich glaube, es wäre besser, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag, sagte Linnemann in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Wie die SPD Berlin auf X mitteilte, wurden Saskia Esken und Lars Klingbeil erneut als SPD-Vorsitzende gewählt. Herzlichen Glückwunsch zur erneuten Wahl als SPD-Parteivorsitzende, Saskia Esken und Lars Klingbeil. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist gegen ein generelles Böllerverbot zu Silvester. Wir sollten nicht immer nur mit Verboten arbeiten, sondern mit Überzeugung, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Man hätte über 10.000 Städte und Gemeinden, da passiert eigentlich gar nichts, so Landsberg. Die Inflationsrate in Deutschland ist im November weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 3,2% über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Inflationsrate hat sich den fünften Monat in Folge abgeschwächt, sagte Behördenchefin Ruth Brandt. Im Oktober waren die Verbraucherpreise innerhalb eines Jahres noch um 3,8% gestiegen. Der Gastronomieverband DEHOGA Sachsen-Anhalt rechnet wegen der Mehrwertsteueranhebung auf Speisen im kommenden Jahr mit deutlichen Preisanhebungen. Die Gerichte werden im Schnitt um 1,50 bis 2 Euro teurer werden, sagte DEHOGA-Landespräsident Michael Schmidt der Mitteldeutschen Zeitung. Viele Betriebe könnten die Kostenbelastung nicht anders auffangen. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel bedeckt bei Tiefsttemperaturen von einem Grad. Am Samstag erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix bei Höchsttemperaturen von 5 Grad. Der Sonntag zeigt sich bedeckt bei Höchsttemperaturen von 6 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.